zusammen. Hallo. Die Reisevorbereitungen sind abgeschlossen. Den Frischwassertank haben wir gereinigt. Das haben wir euch ja schon im Video gezeigt. Verlinken wir nochmal oben, oder? Ja. Können wir mal, ja. Wo wir das verlinken? Ja. Ja. Ist doch egal. Und dann haben wir auch unsere Glasscheibe, den Steinschlag haben wir reparieren lassen. Verlinken wir auch. Mhm. Und wir haben das Fahrzeug, den Gustl, gewaschen. Wir haben also Frischwasser, wir haben ihn gewaschen, wir haben Motorölstand geprüft, wir haben Reifendruck auf 5 Bar wieder eingestellt. Das ist nämlich der Komfortreifendruck, den wir verwenden, weil wir auch denken, das ist das Beste für die Reifen, wenn das nicht so platt ist. Ja, ja, da scheinen ja die Meinungen ein bisschen auseinander zu gehen. Wir aber empfinden das so in Ordnung. Wir nehmen 5 Bar. Wir haben Kühlwasser geprüft, Kühlwasserstand, Motorölstand. Wir haben sogar schon Batterien da für die Ditronic Alarmanlage. Die soll nämlich alle 2 bis 3 Jahre ausgetauscht werden. Also auch das ist erledigt. Wir haben die Nase an den Boiler hingemacht. Können wir übrigens sehr empfehlen. Verlinken wir auch. Du meinst an der alte Außen... Am Boiler, ja. An den Boilerablass. Da ist das Kondenswasser fließt. Ja, also da an... Ja, wo also das Kondenswasser aus der alten Heizung rausläuft. Richtig. Und normalerweise kündigen wir ja keine Reise an, das haben wir noch nie gemacht, bis auf einmal. Nämlich diese haben wir ja schon vorher in unserem Facebook, in unserer Facebook-Gruppe angekündigt. Wir haben geplant, schon im Januar, mautfrei durch Frankreich in die Camargue, haben uns auch schon die Strecke zurechtgelegt, Reisedauer 3 bis 5 Tage, je nachdem, oder auch 6 Tage, je nachdem, wo wir Station machen, wo wir uns mal ausruhen. Wir haben uns auch überlegt, dann Lyon eventuell anzuschauen. Und vor allen Dingen haben wir auch schon die Plakette bestellt, denn so ganz so spontan kann man da nicht hingehen. Nein, weil wir haben ja, unser Gustl ist ja 4,5 Tonnen. Und der braucht diese Umweltplakette. Auch die haben wir schon. Und jetzt... Also eigentlich abfahrbereit. Ja. Und jetzt? Und jetzt? Bleiben wir da. Leider, wir haben es gecancelt. Ihr kennt alle in aller Munde Corona. An uns ist das natürlich auch nicht vorbeigegangen. Allerdings, was heißt nicht vorbeigegangen? Wir sind gesund und munter, soweit wir das wissen. Ja, munter sind wir. Ja. Aber gesund sind, wissen wir nicht, aber munter sind wir. Wir fühlen uns gesund. Aber leider ist jetzt die ganze Reisesituation natürlich so, dass wir nicht nach Frankreich fahren wollen. Nicht, weil wir jetzt Angst haben, dass wir uns eventuell unterwegs irgendwie anstecken könnten. Das können wir uns hier in Deutschland natürlich genauso. Aber ich möchte jetzt nicht nach Frankreich fahren, weil ich die Befürchtung habe, dass eventuell die Grenzen doch geschlossen werden. Und dann möchte ich nicht in Frankreich sitzen, dann möchte ich doch lieber wieder nach Hause. Geplant war eigentlich, dass wir diesen Freitag nach Überlingen fahren, denn da hatten wir noch eine geschäftliche Verabredung, einen Termin. Und diesen Termin haben wir schon vorgestern abgesagt, weil wir Bedenken haben, eben in so einem Seminar teilzunehmen, wo viele Menschen aufeinander sitzen. Gestern kam dann auch die Absage vom Veranstalter von der Stadt Überlingen. Also das ist so und so gestrichen. Wir wollten eigentlich stattdessen dann direkt nach Frankreich fahren. Und da stellt sich ja mittlerweile die Frage, wollen wir sie reinlassen? Ja, da hätten wir jetzt keine Bedenken gehabt, denn da werden wir sicherlich reinkommen. Aber die Frage ist, wenn wir dann 3 Wochen später wieder rausgehen, ob es dann heißt, wollen wir sie rauslassen? Ja, und da haben wir gesagt, nein, also das Risiko ist uns zu groß. Ja, also Frankreich ist nicht gestrichen, sondern nur verschoben. Nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben. Ja, also nur für den Moment gestrichen. Ich möchte da mal zum Virus was sagen. Also was den Virus angeht, sind wir nicht fürchterlich ängstlich. Natürlich ist das Ganze kein harmloser Spaß, auch wenn wir relativ gesund sind. Aber so ein Virus hat natürlich schon Gefahren. Nicht umsonst ist die ganze Presse und alles voll. Aber anstecken kann man sich ja überall. Also wenn wir in Deutschland Urlaub machen, können wir uns genauso anstecken wie in Frankreich. Nur wenn wir in Deutschland sind und in Verdacht geraten, dass wir da infiziert sind und müssen in Quarantäne gehen,
dann können wir das in unserer Wohnung tun und nicht im Kustel. Denn ich denke mal, 14 Tage im Kustel in Quarantäne in Südfrankreich, das ist nicht sonderlich lustig. Und sollte uns der Virus tatsächlich erreichen, was ja durchaus im Bereich des Möglichen ist, wenn man wo einkaufen geht, es geht, kann ja ganz schnell gehen, dann wäre es sicherlich auch nicht lustig, in Südfrankreich in einem Krankenhaus zu liegen, wo man auch dazu die Sprache nicht versteht. Und da ist mir dann der deutsche Standard an Krankenhäusern doch etwas wohler. Deswegen haben wir gesagt, wir bleiben in Deutschland, wir fahren weg. Und uns würde an dieser Stelle auch interessieren, wie ihr darüber denkt. Also wir werden trotzdem nicht zu Hause bleiben. Wir haben uns dafür entschieden, dass, warum sollen wir uns schon freiwillig in Quarantäne begeben? Jetzt kommt das Frühjahr, es wird schön draußen und wir werden jetzt halt einfach uns ein, oder denken wir, schöne Plätzchen in Deutschland suchen. Deutschland ist ja wunderschön, wir brauchen nicht ins Ausland. Zum jetzigen Zeitpunkt mal nicht. Ja, man muss auch von der Aktualität sagen, also wir haben jetzt heute den Samstag, den 14. März und wir haben eigentlich erst gestern Frankreich gecancelt. Ja, ja. Vor allen Dingen, nachdem wir eben auch gesehen haben, dass Grenzkontrollen stattfinden und wir eben die Bedenken haben, dass wir nicht mehr rauskommen aus Frankreich und haben wir gesagt, nein, das riskieren wir nicht. Wir fahren nicht nach Frankreich, bis vorgestern war alles noch in der Planung. Und jetzt haben wir gesagt, wir bleiben in Deutschland, aber wir wissen noch nicht, fahren wir nach Süden, Osten oder Norden. Vermutlich bleiben wir in Süddeutschland Richtung, nichts kündigen wir an. Ja, da wir noch gar nichts in Planung haben. Nein, wir kündigen gar nichts an. Ja, und die einzige Planung, die wir haben, ist, dass wir wegfahren möchten, aber wohin? Ja. Das steht noch in den Sternen. Also, in diesem Sinne wollten wir uns mal kurz melden. Es werden keine Bilder von der Karl Marx kommen, nein. Keine Flamingos, nein. Leider nicht. Wir haben uns auch sehr drauf gefreut. Ja. Aber wir zeigen euch was anderes und wir fahren auf jeden Fall nächste Woche weg. Ja, das haben wir einfach vor und das werden wir auch durchziehen. Und ihr erfahrt, wo wir hinfahren. Genau, also. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Frühlingsanfang. Der Frühling ist gekommen bei uns. Mhm. Es ist schön angenehm warm, die Sonne scheint. Jawohl. Und es soll ja jetzt auch wieder etwas wärmer werden. Und lasst euch nicht von unserem Freund da verbittern. Mhm. Ja, nee. Das Leben geht weiter. Ja. Bleibt alle gesund natürlich. Richtig. Fangt euch diesen Bruder nicht ein. Nein, den kann keiner brauchen. Ja. Und dann wünschen wir euch erst einmal eine schöne Reisezeit 2020. Ja. Also, bis dahin dann. Tschüss, macht's gut. Ciao. Tschüss.